Seid bereit für die Zeit eures Lebens. Denn dir gehört mein Herz. Unten im Meer. Bleib lieber nass, das Wasser. Noch mehr gute Disney-Laune. Jetzt bei den Filmgorillas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streifzug. Heute mit mir und Silke. Und Anne und ich reden heute über unsere liebsten Disney-Songs. Das gleich vorab, das ist unsere ganz persönliche Top 3, die wir zusammengestellt haben. Wir wissen, es gibt unzählige Listen da draußen, aber hier geht es um unsere ganz persönlichen Favoriten. Und ja, die Disney-Songs sind ja maßgeblich beteiligt an so einem Disney-Film. Es funktioniert ja eigentlich keiner von den Animationsfilmen ohne die zugehörige Musik. War schon immer so, weil früher, als die Filme noch keinen Ton hatten, da saß dann jemand mit Klavier und hat die Musik dazu gemacht, um die Leute irgendwie bei Laune zu halten. Und dieses Element ist geblieben. Dinge, die auch erzählt werden könnten oder, seien wir mal ehrlich, gar nicht erzählt werden müssten, werden in Disney-Filmen gesungen. Und wir haben uns jetzt mal überlegt, welches eigentlich die Disney-Songs sind, die uns am meisten begeistert und geprägt haben. Wollen wir direkt mit unserer 3 anfangen? Ja, sehr gerne. Wir starten von unten, damit es spannend bleibt. Und für die 3 durfte ich mir einen Favoriten aussuchen. Und ich bin dankbar, Anne, dass du ihn erlaubt und geduldet hast in unserer sehr Top gerne. 3. Wir starten auf Platz 3 mit Unten im Meer aus dem Film Ariel von 1989. 1990 bei uns in Deutschland erschien. Unten im Meer, unten im Meer. Bei jedem Wetter ist es viel netter und bietet mehr als dieses Land, das oben sitzt, wo jede schuftet und du schwitzt. Wir schwimmen besser hier im Gewässer unten im Meer. Und bevor jetzt der große Aufschrei kommt, das müssen wir unbedingt sagen, auch unser Herz schlägt für die ursprüngliche Fassung des Lieds Unter dem Meer. Aber in der neuen Synchronfassung wurde der Text geändert in Unten im Meer, was näher an der englischsprachigen Übersetzung dran ist. Ich habe diesen Song als Kind so geliebt und so gefeiert. Ganz kurz zum Inhalt, es geht darum, die Krabbe Sebastian möchte Ariel davon überzeugen, warum es besser ist, unten im Meer oder unter dem Meer zu leben und nicht zu den Menschen hochzugehen. Und sie kommen alle drin vor. Alle Meereslebewesen haben einmal kurz ihren Auftritt. Die Kröte spielt die Flöte, die Larve zupft die Harfe, der Molch und der Lurch schwimmen nur durch. Ich habe schon als Kind Tränen gelacht. Und auch heute noch muss ich sagen, wenn ich diesen Song sehe, bekomme ich einfach gute Laune. Ja, ich finde generell die Songauswahl bei Ariel ist großartig. Es gibt so viele schöne Songs bei Ariel und das ist halt dieser eine Stimmungsmacher, den auch jeder kennt und jeder mag und wie man vielleicht unschwer erkennen kann, bin ich auch großer Ariel-Fan. Und ich habe damals als Kind auch zu diesem Song im Wohnzimmer getanzt, weil ich ihn so toll fand. Und diese ganzen schönen kleinen Fische, die überall zu sehen waren und Instrumente spielen, die Krake mit ihren 8 Armen auf den Trommeln rumhaut und so. Ich fand es immer toll. Und man dachte nur so, Ariel, warum bleibst du nicht da unten? Das ist so schön, ich möchte unten im Meer leben. Ja, warum möchtest du nach oben an die langweilige Oberfläche? Ja, lass einfach tauchen. Ja, und auch der Song selbst hat natürlich, zu Recht, wie ich finde, Preise bekommen. Also einmal den Oscar für die beste Filmmusik von Ariel grundsätzlich, aber auch der Song selbst wurde ausgezeichnet mit dem begehrten Oscar. Und dadurch ist der Song nicht nur in unserer persönlichen Top 3, sondern auch in all den vielen Listen, die so kursieren, in den offiziellen zu Recht mit dabei. Absolut. Sollen wir direkt weitermachen Machen mit dem zweiten? Ja, jetzt bist du dran, Anne. Ja, den durfte ich mir aussuchen. Und da habe ich einen Song gewählt, der mir persönlich eigentlich sehr wichtig ist auch. Das ist nämlich Dir gehört mein Herz aus Tarzan. Dir gehört mein Herz, nun bist du hier bei mir. Denn dir gehört mein Herz, nur dir. Und die Geschichte war so, dass ich den Film eigentlich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass der überhaupt kommt. Und ich war, glaube ich, sehr jung. Das war irgendwann, dann war das Ende der 90er wahrscheinlich. Und ich habe immer sehr gerne Wetten, dass mit meinen Eltern geguckt. Wer nicht? Das gehörte doch dazu. Und eines Abends war dann halt Phil Collins zu Gast bei Wetten, dass und hat diesen Song auf Deutsch live im deutschen Fernsehen gesungen und performt. Und das hat mich so geflasht, dass der Typ da einfach sitzt und er hat dann später auch sein Blatt gezeigt, wie er glaubt, dass die Worte geschrieben werden. Und das fand ich so toll. Weißt du was, Alter, das ist total faszinierend. Ich habe die Folge
Wetten, das auch geguckt? Ich glaube, man hat jede Folge Wetten, das geguckt, ja. Weil Wetten, das kam ja nur alle paar Wochen und es gab nur einen Fernseher zu Hause und ja, dann richtig. Hat man das gesehen. Ja, völlig faszinierend. Phil Collins hat es nicht nur auf Deutsch selbst gesungen, sondern ich meine auch auf Spanisch, auf Italienisch, auf Englisch. Richtig viele Sprachen. Absolutes ja. Lob. Und ich bin dir so dankbar, Anne, weil wir mussten uns ja irgendwie einigen auf 3 Disney-Songs, was nicht leicht war. Nein. Wir haben lange telefoniert gestern. Und ich hatte den nicht mehr auf der Liste. Ich habe natürlich Tarzan gesehen, aber ich hatte diesen Song nicht auf der Liste. Und dann habe ich mir den gestern angeguckt. Ja. Oh mein Gott. Ja. Sofort Wasser stand gerade bei mir als Mami, wie wieder die Gorilla-Mama das Baby in die Arme ja. hochnimmt. Also wirklich ganz besonderer Moment. Und auch der Song ausgezeichnet mit einem Oscar. Zu Recht. Deswegen wundert es mich, dass ich den nicht so auf dem Zettel hatte. Also es gibt aber auch viel zu viele, ganz ehrlich. Das ist wahr. Es gibt eine Liste im Internet. Ich wollte so gerne so ein bisschen droppen, wie viele Songs es eigentlich gibt. Ich habe es nicht so richtig rausgefunden. Die Zahlen gingen so von 412 Disney-Songs in animierten Filmen bis 520. Die Wahrheit liegt sicher irgendwo dazwischen. Und die meisten von ihnen sind wundervoll. Deswegen ist es schon eine große Herausforderung, sich auf 3 zu einigen. Ja. Ja, auch die Auswahl ist einfach unfassbar. Ich habe auch so viele Sachen, die vielleicht auch nicht jeder da draußen kennt, weil die Filme zu alt sind oder so. Deswegen dachte ich, Tarzan ist so ein Mittelding. Das ist nicht diese frühen 90er oder vielleicht noch früher 60er und so weiter Schiene, sondern genauso in dieser Übergangsphase, wo es dann zu 3D langsam überging. Und da habe ich gedacht, Mensch, da war noch mal ein großer Titel dabei. Und habe mir deswegen diesen Song ausgesucht, weil der auch so für so ein Ende von der Ära, finde ich, steht. Ja, das stimmt. Und Tarzan gehört tatsächlich jetzt nicht, also ist mein persönliches Empfinden, nicht zu den Disney-Filmen, die alle sofort aufzählen, wenn sie ihre liebsten Disney-Filme aufzählen. Da sind wir bei Ariel schon irgendwie auf einer deutlich sichereren Bank. Aber bei Tarzan hast du recht, also umso wichtiger, dass man sich die wunderschöne Musik da anhört. Dazu. Und das nutze ich jetzt als Überleitung, bevor wir zu unserer gemeinsamen Nummer 1 kommen, auf die wir uns ganz leicht einigen konnten, das finde ich fantastisch, ja. möchte ich jetzt auch noch einmal ganz kurz einstreuen bei den neuen Disney-Filmen, die ich jetzt ehrlicherweise mehr oder weniger nur durch meine Kinder mitbekomme. Ja. Sind auch so tolle Lieder dabei. Also Vaiana gehört nicht zu meinen liebsten Disney-Filmen, wirklich nicht. Aber wenn die böse Krabbe anfängt zu singen, das hat es nicht in unsere Top 3 geschafft, aber ich wollte den Moment nutzen und euch den Song empfehlen, wenn die böse Krabbe glänzend singt. Ich bin glänzend, funkle wie ein ungeschliffener Diamant. So, jetzt habe ich das reingeschummelt, obwohl es nicht in die Top 3 gekommen ist. Stimmt, das ist alles gar nicht so schlimm, denn da können wir auch direkt einsteigen und sagen, Leute, ihr habt doch bestimmt auch einen Lieblings-Disney-Song aus den 12 Trilliarden, die es so gibt. Lasst uns das gerne wissen und schreibt es uns in die Kommentare. Da bin ich wirklich sehr neugierig drauf, was da so zum Vorschein kommt. Ich auch. Und jetzt kommt zum Vorschein, was es bei uns auf die Top 1 geschafft hat. Wir konnten uns einigen relativ schnell. Ja. Und was ich besonders interessant finde, diesen Song findet man, glaube ich, nicht in den ganz öffentlichen, in den ganz breiten Top-Listen der Disney-Songs. Das ist schon ja, ein kleiner Geheimtipp vielleicht. Ich glaube, es liegt daran, weil die Leute auch nicht so unbedingt auf die Bösewichte abfahren. Genau. Ne? Ja, das ist ja immer das zu uns, Anne. Wie schön. Ja. So, hau raus. Was ist bei uns auf der Nummer 1? Also, auf unserer Nummer 1 ist Seid bereit aus dem König der Löwen. Seid bereit für die Zeit eures Lebens. Seid bereit für den größten der Kuss. Die goldene Ära schleicht näher und näher. Und was springt für uns raus? Ich lass euch schon nicht aus, ihr dämlichen Viecher. Der Lohn ist euch sicher an dem Tag, wenn das Recht triumphiert und mich endlich von Knechtschaft befreit. Seid bereit! Seid bereit, eine so Wahnsinnsstimme. Du hast gerade schon gesagt, der Bösewicht, also Scar. Ich war als Kind hin und her gerissen. Natürlich war Scar der böse Onkel, aber ich fand den auch so unfassbar cool. Der war cool. Diese Stimme von Thomas Fritsch, ich meine, das ist der Synchronsprecher. Der spricht sonst Leute wie Russell Crowe oder wie Jeremy Irons und auf einmal spricht er den bösen Löwen. Und du weißt ja als Kind im Kinosessel, das ist keine gute Persönlichkeit. Ich muss den eigentlich blöde finden. Aber dann hat er da ein Charisma und eine Attitude, möchte ich mal sagen, wenn der seinen Song da trällert und dann heller von Sinnen als Hyäne, die immer dazwischen geifert.
Und ich finde auch die Textzeilen jetzt heute aus erwachsener Sicht so fantastisch. Also das ist auch von der Wortzusammenstellung so her. Also die hohlen Visagen betonen, die oberen Etagen sind leer. Wie stilvoll kann man jemanden beleidigen? Das ist einfach grandios formuliert. Und als Kind war das für mich der Moment, klar, ich hatte irgendwie Schiss im Kino, weil das ist ja schon eine bedrohliche Stimmung. Aber es war der Moment, wo ich dachte, oh Mann, irgendwie ist es bei den Hyänen auch ganz cool. So. Ich meine, wenn man sich das heute anguckt, dann versteht man schon, dass es sehr komprimiert in diesem Song dargestellt wird, wie ein charismatischer Anführer es schaffen kann, eine minder intelligente Masse für sich zu begeistern. Mhm. Das ist eigentlich ein sehr interessanter und zeitloser Ansatz, der da in diesem Song zusammengepackt wird. Und ich glaube, deshalb beeindruckt mich dieses Lied einfach so nachhaltig, schon als Kind, aber auch heute aus Erwachsenensicht. Und das ist jetzt nicht unbedingt der Song, bei dem man vielleicht an König der Löwen denkt. Da gibt es ja eine Fülle an guten Songs. Ich glaube auch. Also Hakuna Matata ist sicherlich der bekannte. Zum Beispiel. Oder Circle of Life. Circle of Life ist Can noch dabei. Can you feel the love tonight? Auch alles Oscar-Gewinner. Und deswegen ist es vielleicht überraschend, aber ich muss auch sagen, König der Löwen ist jetzt nicht so unter meinen Top 3. Was das hast du mir Gottes gestern gesagt, ich kann Grenz das gar nicht fassen. Anscheinend. Also darüber müssen wir nochmal gesondert reden. Ja. Heute geht es um die Songs, nicht um die Filme. Und tatsächlich finde ich den besten Part an diesem Film auch Scar, weil der so unfassbar arrogant und trotzdem cool ist, sodass man ihn nicht hassen kann. Also ich hasse den nicht dafür, was der Simba und sein Vater alles antut, weil ich finde den viel zu lässig einfach. Ich kann es auch nicht erklären. Was sagt das über einen selbst aus, dass man komisch, da so zwiespältig ist? Es ist so komisch, aber ich finde diesen Song auch so gut, wegen auch dem ganzen Düsteren und dem Zusammenspiel mit den Hyänen und so weiter. Und das war tatsächlich dann auch der Song, wo ich dann euphorisch mitgegangen bin. Ich fand das irgendwie, dafür, dass er ein Bösewicht war und eigentlich nicht so gemocht werden sollte, fand ich das schon auch mit dem besten Teil des Films halt auch einfach. Und die Bösewichte bekommen nicht oft solche Songs, nee, wo man eben jetzt sagt, okay, die bleiben hängen. Ja, Gaston bei Die Schöne und das Biest, der hat auch seinen eigenen Song. Jafar hat meines Wissens nach noch nicht mal einen eigenen Song, nein, oder? Also, dass wirklich der Bösewicht mit einem Song so heraussteckt und so hängen bleibt, das ist irgendwie schon ja, cool. Wir haben den Soundtrack zu Hause, also meine alte CD aus den 90ern. Auf Track Nummer 4 ist Seid bereit und ich hatte den so auf Repeat gestellt, bis unser Sohn den auch auswendig konnte. Und das muss ich noch ganz kurz erzählen. Wir sind vor Corona, als man sich noch mit vielen Menschen in einen Fahrstuhl gedrängelt hat, sind wir in einen Fahrstuhl mit rein, ich mit den beiden Kindern. Und Tom hatte offensichtlich einen Ohrwurm von Seid bereit. Und in dem Moment, wo sich die Fahrstuhltür hinter uns schloss, zitierte er Scar mit den Worten: Haltet zu mir und ihr werdet nie wieder Hunger leiden. In einem vollbesetzten Fahrstuhl und ich hatte keine Gelegenheit, den Moment zu verlassen. Und also auch unsere Kinder mögen den Song mittlerweile und haben keine Angst vor Scar, wenn sie das hören. Sehr gut. Also unsere gemeinsame Top 1, an der Stelle konnten wir uns gut einigen. Du hast schon gesagt, wir freuen uns auf eure Lieblingssongs. Und weil ja bald Weihnachten ist, haben wir auch noch ein Geschenk für euch. Ihr dürft euch nämlich aussuchen, welchen Film wir Filmgorillas zusammen gucken sollen. Dabei soll es möglichst um Geschenke gehen, denn wie jeder weiß, an Weihnachten geht es ja nicht nur um Liebe und Besonnenheit, sondern vor allem auch um Geschenke. Deswegen schreibt uns in die Kommentare, welchen Film wir zusammen gucken sollen, am besten mit Geschenkebezug. Wir freuen uns riesig auf die Vorschläge. Und das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert die Filmgorillas. Aktiviert die Glocke und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Tschüss! Tschüss.